Falls 1,5 Minuten. Vielen Dank, Herr Präsident. Gestern Abend haben zum ersten Mal Gespräche zwischen der Hongkonger Regierung und Vertretern der Studentenbewegung stattgefunden. Auch wenn aus diesen Gesprächen bisher keine konkreten Ergebnisse hervorgegangen sind, sind sie ein positives Zeichen. Nur durch einen kontinuierlichen Dialog kann eine friedliche Lösung gefunden werden. Als Schüler habe ich 1989 die friedliche Revolution in Ostdeutschland miterlebt und zusammen mit meiner Familie an den Protesten teilgenommen. Ein Ergebnis davon ist, dass ich heute hier im Europäischen Parlament meine erste Wortmeldung geben kann. Die Forderungen der Hongkonger Studenten nach mehr demokratischer Mitgestaltung, die in der Grundakte von 1997 zugesichert wurde, verdienen unsere Unterstützung. Wir Sozialdemokraten werden den Kontakt zu den Studentenvertretern weiter aufrechterhalten. Ein positives Beispiel für einen nachhaltigen Dialog sind die Beziehungen zwischen China und Taiwan. Die Tauwetterlage in der Taiwanstraße zeigt, dass eine Annäherung durch ein Aufeinanderzugehen möglich ist. In Hongkong muss der Dialog fortgeführt und tragende Kompromisse ausgehandelt werden. Nur so kann eine gemeinsame Lösung gefunden werden, die für alle Seiten akzeptabel ist und auch langfristig den politischen und sozialen Frieden sichert. Danke. Vielen Dank, Herr Lietz, und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede hier im Plenum.